Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in Wallonien. Ihr kommt gerade rechtzeitig, um den Sonnenuntergang zu erleben hier über dem verschneiten Wallonien. Meine Herren, ist das schön. Dabei lebt noch nicht mal hier jemand in Polymerseburg, nur Bauarbeiter, die wahrscheinlich in irgendwelchen Containern hausen, oder? Nein, sie werden ja mit den Bussen immer hingefahren. Okay, eigentlich, meines Erachtens, könnte man hier fast schon Leute einziehen lassen, aber ich hatte schon erwähnt, ne? Das Problem Heizwerk und das Problem Strom, das hindert uns leider daran. Und leider sind genau diese Dinge jetzt hier auch an dieser Ecke hier geplant worden. Ja, ging auch nicht anders. Und insofern geht es halt noch nicht. Aber ich will doch schon mal Folgendes machen. Ich will hier das VZHO schon mal bestücken. Und vielleicht schon mal da. Wobei, machen wir uns da möglicherweise Doppeltarbeit. Nee, wichtig ist eigentlich, dass hier, was wir das letzte Mal gemacht haben, dass das Lager sich jetzt hier langsam füllt. Den Rest, den können wir dann später machen. Außer eine Sache, das Thema Fleisch. Das Thema Fleisch müssen wir noch angehen. Und hier ist es erneut so, dass wir hier mal luschen und gucken, ganz genau gucken, wo kommt eigentlich hier das Fleisch her. Und es ist... Warte mal. Wir holen hier Fleisch. Aha, auch vom VZ Fleischimport. Warum machen wir das denn? B-Laden, Entladen, Neues Werder, Wolgast. Okay. Aber eigentlich sind wir nicht beim Fleisch ganz gut dabei. Wir gucken mal. Ölsnitz Fleisch. Wir haben doch sogar einen Fleischverkauf. Heißt das, wir haben auch ein Fleisch. Einkauf. Also das ist VZ National Ölsnitz. Das ist Fleischlager Ölsnitz. Da wird das geholt. Wie sieht es aus im Fleischlager Ölsnitz? Das ist unsere eigene Fleischproduktion. Das sieht erstmal solide aus. Aha. Ich glaube, das VZ Fleischimport, das haben wir so eingestellt. VZ. Ja, welches... Ja, warte mal. Das ist aber hier auch mit dran, interessanterweise. Wolgast, Fleischlager Ölsnitz. Es entlädt dort, wenn es unter 30% ist. Aha, okay. Das sind wahrscheinlich so... Das ist quasi die Notoption, die wir dafür gewählt haben. Ja, okay, kann man ja machen. Kann man ja machen. Dennoch ist dieses VZ National das Entscheidende. Gut, dann orientieren wir uns an dem, was in Wolgast scheinbar auch funktioniert. Denn da ist das Fleischlager voll. Das heißt, Fleisch VZ National und VZ Fleischimport sind unsere Quellen. Gut, die zuerst und die danach. So scheint das zu funktionieren. Was wir uns damals gedacht haben. Also, hier. Neues Ziel. Entladen unter 80%. Genau. Und hier genauso. Neues Ziel. Entladen. Allerdings unter, ja, 40 oder 30, wenn man sagt, 30% sind in Ordnung. Alles klar. Was haben wir hier für einen Stau? Wo ist hier Stau? Ah, Stau, wieder vorm Kieswerk, das Übliche. Gut, bisschen blöd, wenn die nicht weiterkommen da mit der Straßenreinigung. Aber ist halt so. Okay, also Fleisch haben wir erstmal hier auch organisiert. Das heißt, wir können uns jetzt anderen Dingen widmen. Und was sind die anderen Dinge? Als erstes werden wir uns mal nach Schwerborn begegnen. Gucken, wie weit wir hier sind. Gleistechnisch geht es da weiter. Das ist gut. Viel interessanter ist das Thema, ja, hier, Stahllager. Achso, ja. Ich würde gerne die Werft eigentlich schon in Gang bringen, aber geht nicht, weil wir hier erst das letzte Mal kurz vor Ende gecheckt haben, was das Problem in Leipzig ist. Deswegen ist das hier nicht weitergegangen. Aber jetzt sehen wir hier, der Bohrer ist wieder am Start. Und ich habe das Gefühl, er ist ja fast durch, ne?
Ja, also wenn dieser Tunnel durch ist, dann können wir endlich Stahl dahin bringen und dann können wir die Werft in Gang bringen. Aber mir fällt gerade auf, die Werft hat ja noch andere Bestandteile, was geliefert werden muss. Oh, schaut mal, das ist ja einiges. Eieiei. Okay, dann kümmern wir uns jetzt darum als nächstes. Das heißt, wir müssen zum Nationallager gehen. Wir brauchen Kunststoffe. Wir brauchen elektronische Komponenten. Wir brauchen Elektronik. Ach, wisst ihr was? Wir haben überhaupt keinen... Das ist ja ein Problem, was ich überhaupt jetzt erst sehe. Wir haben überhaupt keinen Nationallagerstoff. Weil offenbar brauchen wir hier separat Stoff. Aber wir haben noch Warenlager offen, glaube ich. Die wir, oder? Elektronik, Kleidung. Ne, wir haben kein Warenlager mehr offen. Elektronische Komponenten ist alles ausgebucht. Chemikalien, Kunststoffe, mechanische Komponenten. Nix mit offenem Lager. Okay, Stoff ist ein Problem. So, mechanische Komponenten, wo hatten wir die jetzt? Treibstoff, Bitumen, mechanische Komponenten, hier. Das können wir alles ranbringen, aber Stoff nicht. Da muss man sich was Gesondertes ausdenken. Gucken wir uns gleich an. Muss eine eigene Lösung her für das Thema. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Fahrzeugproduktion möglicherweise das auch benötigt, ne? Okay, also, hier bitte, mechanische Komponenten, was haben wir da, erstmal entladen, 30% ist mir hier allerdings zu wenig, machen wir 70%, fertig. Elektronik, entladen, 80% ist in Ordnung, elektronische Komponenten, entladen. 70%, ja. Kunststoffe. Oh, es wird Frühling. Sehr schön. Entladen. 70%. Kunststoffe. Okay. Ach, weiß nicht, mache ich wieder hier 80. Hätte ich vorhin auch machen können. Gut, das hätten wir. So, das Stoffthema. Es gibt nur einen Stoff, einen Ort, wo Stoff ist. Das ist in Wolgast. Und wir haben auch überhaupt gar keine Infrastruktur, um den da irgendwie abzufassen, oder? Hier produzieren wir Stoff. Dieser Stoff landet direkt hier. Und wird dort weiterverarbeitet. Wir haben überhaupt gar keinen Ort, wo wir Stoff zwischenspeichern. Das ist ja der reine Wahnsinn. Wir könnten aber... könnte man Stoff hier jetzt zwischenspeichern? Wenn wir sagen, hier soll auch ein bisschen Stoff reinlaufen... Hätten wir wenigstens einen Ort, wo wir das abholen könnten. Aber elegant ist das nicht eigentlich. Ich meine, der Stoff wird produziert aus Pflanzen und Chemikalien. Übrigens, das ist hier auch eine komische... Sache, wie wir das hier gemacht haben. Aber hier wird ja... Pflanzen kommen ja hierher, das ist kein Problem. Pflanzen und Chemikalien. Gut, wir haben hier Chemikalien. Könnte natürlich sich überlegen, hier noch eine kleine Mini-Stoffindustrie zu etablieren und das Ganze mit dem Zug, aber dafür haben wir natürlich jetzt hier gar nicht die Infrastruktur organisiert. Weil im Freilager können wir natürlich keinen Stoff aufbewahren. Hier können wir schon mal übrigens 100% Stahl einstellen. Das muss also mit LKW transportiert werden. Okay. Ist das nächste offene Problem. Definitiv. Ist die Frage. Ich meinte, wenn das wirklich nur diese Werft ist, ne, dann könnte man vielleicht auch LKWs hier wegholen. Würde das funktionieren, wenn wir hier jetzt Stoff einlagern? Ich probiere es einfach mal. Ich reduziere mal die Chemikalie. Ach, schaut mal, ja. Wir könnten sagen, 0, sagen wir mal
80, 20, 0. Und dann läuft tatsächlich Stoff hier rein. 91 Tonnen. Okay. Das würde also gehen. Könnte dann sogar, das würde platzmäßig passen, wenn man jetzt hier noch ein bisschen umbaut, hier eine LKW-Verladestation etablieren. Und dann müsste man auf einem sehr langen Weg den Stoff darüber bringen. Wahrscheinlich würden die LKWs dann hier lang fahren. Das ist alles nicht so schön, ne? Das ist alles nicht so schön. Das heißt, wie wäre der andere Weg? Man müsste Stoff mit dem Zug in ein Warenlager transportieren. Und dann könnte man von dort ja eine kürzere Strecke mit dem LKW machen. Das wäre schon besser, ne? Ja. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Stoff hier reinzuziehen? Von dort aus, ne? Da ist ja auch im Warenhaus Stoff. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Wir probieren es mal. Läuft da Stoff rein? Nee. Weil das natürlich ein Endprodukt ist. Das funktioniert so nicht, ne? Weil sonst hätte man es hier natürlich abholen können. Hier kriege ich natürlich jetzt keinen Zug mehr reingeklemmt. Keine Gleisverbindung. Das würde jetzt da nicht passen. Oder man baut natürlich das Warenhaus so um. Das würde platzmäßig schon irgendwie gehen, dass wir es so positionieren. Und dann kommt hier noch ein Gleisabzweig hier rein. Müsste man mit der Wegführung hier irgendwie ein bisschen anders kommen. Könnte vielleicht auch hier noch eine Kurve machen, wird ein bisschen knapp werden. Das ist, glaube ich, der beste Weg, ne? Also wir sehen hier, hier läuft gut was rein. Obwohl, jetzt läuft es gerade langsamer, aber so mit der Zeit kommt da was bei rum. Und das bringen wir dann hier rüber. Und müssen dann hier einen Punkt finden, wo wir das ausladen. Ja, gibt es hier noch einen Industrieanschluss auf der anderen Seite? Das könnte man sich auch nochmal angucken. Nee, es gibt tatsächlich nur diese beiden. Ja, allerdings gibt es natürlich hier einen. Und man könnte dann vielleicht hier noch ein Warenhaus positionieren, dann die Gleise ein bisschen anders führen. Und das direkt. Ah, nee, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das ist ja eine Straßenladungsstation. Das geht nicht. Und hier geht's auch nicht. Ich will keine Begabelstapel haben. Doch, da hinten. Ich sehe es gerade. Da hinten ist ja noch was. Ja, Leute, das ist es. Hier. Warenlager hier hin. Gleis hier raus. Direkt rein. Stoff mit dem kleinen Zug rein transportiert. Okay, gut. Also, das war jetzt mal eine Lösungsfindung on the fly. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht genervt. Wir werden trotzdem noch ein bisschen was anderes machen. Gut, okay, das muss ich mir bloß fürs nächste Mal merken. Das will ich jetzt nicht starten, sondern in Schwerborn. Da will ich nochmal gucken. Busplattform habe ich hier kurzzeitig außer Kraft gesetzt. Hier haben sich schon die Leute gesammelt, das ist nicht gut. Und solange hier keine Arbeiter unterwegs sind, brauchen wir, glaube ich, auch noch nicht den Busverkehr starten. Wir sehen aber, wie jetzt die Sachen hier einlaufen. Das läuft ganz gut mit dem LKW-Transport. Was wir allerdings jetzt mal langsam schon mal machen könnten, ist hier Feuerwehr. Ist das hier noch fußläufig erreichbar? Ja, perfekt. Feuerwehr. Da. Oh, was haben wir hier noch für uralte Autos? Ist ja Wahnsinn. Dann nehmen wir hier den kleinen B1000 und den W50 noch mit rein. Arbeiten denn hier Leute? Ach, das ist ein Ding ohne Arbeiter? Quatsch. 30. Benötige Feuerwehrleute. Warum arbeitet hier keiner? Es ist in fußläufiger Reichweite, weil da keine Feuerwehrautos waren. Okay, jetzt verstehe ich das. Aber wir brauchen nicht so viele. Meines Erachtens reichen 15 locker. Gut. Dann hätten wir, glaube ich, erstmal in Schwerborn alles. Halt, es gibt hier noch ein Problem, habe ich gesehen.
nämlich mit dem Hafen und der Stromversorgung. Das ist nämlich leider noch nicht sichergestellt. Und ich glaube, wir machen das einfach so, indem wir das Ding ein bisschen weiter versetzen. Ja, das ist ganz knapp und ich glaube, es müsste reichen, indem wir das so machen. Das ist ein Ersatzbau. Bis hier geht es. Das machen wir dann auch mal so. Das reißen wir ab. Und bringen das dann dahin, wenn das Gebäude weg ist. Ja, ist das jetzt dran? Da, ne? Okay. Gut. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts irgendwie abgeschnitten ist, dass das trotzdem alles reicht. Bis da hinten zumindest. Könnte hier ein bisschen knapp werden, ne? Ja, jetzt hat er keine Stromversorgung. Und nein, die Kirche braucht keinen Strom. Das ist nur die eine Hütte, die keine Stromversorgung hat. Ja, wisst ihr was? Die kennen das doch von früher, die müssen halt hier Kerzen anmachen. Da sollen sie mal nicht rummeckern. Der kriegt keinen Strom ab. Okay, das hätten wir auch. So, dann gehen wir mal zurück nach Uelsnitz. Denn zwei Sachen. Erstens habt ihr mir einen sehr spannenden Tipp gegeben. Und zwar bezieht sich das hier auf den Tunnel und mögliche Signale im Tunnel. Ihr habt geschrieben, dass man diese Tunnelsegmente löschen kann und wieder neu bauen kann und dass dadurch Punkte entstehen, wo man dann Signale setzen kann. Ich habe es ausprobiert, ich habe es off-cam ausprobiert. Ich will es jetzt nicht machen, weil es abgestürzt ist daraufhin. Und es hat leider auch nicht funktioniert. Also, Folgendes habe ich gemacht. Ich habe jetzt einfach hier ein Segment genommen. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Das Segment genommen, einfach quasi gelöscht und neu Tunnel gebaut. Ne? Wie man so Tunnel baut. Hier, zack, neu gebaut. Und daraufhin entstand leider kein Punkt, den ich nutzen konnte. Aber es führte dazu, dass Züge verschwunden sind und es zu einem Absturz gekommen ist. Also, falls ihr noch eine Idee habt, was ich falsch gemacht habe oder wie das trotzdem irgendwie gehen könnte, das ist nämlich tatsächlich ein echtes, schon ein Hemmnis hier, dass da so lange keine Signale sind. Hier wird oft relativ lange gewartet. Wir gucken mal, wie weit sie sind mit der Brücke. Das sieht doch auch alles ganz gut aus. Der erste Teil der Auffahrt ist schon durch. Sehr schön. Findet das hier? Ne, das findet kein Bauamt. Auch interessant. Kann man das einmal ausschalten? Anschalten? Vielleicht findet das dann ein Bauamt. Sonst müssen wir noch was zuweisen. Ich dachte nämlich, die fahren jetzt hier, die kriegen das so irgendwie clever hin. Aber scheint nicht zu funktionieren. Da können wir aber auch geduldig sein. Wenn die Brücke nämlich gebaut ist, dann kommen sie da hinten auch wieder an. So, wir wollen aber hier auch weiterbauen. Wir wollen in Richtung dieser neuen Flugzeugproduktionsstadt, die da auch irgendwann kommen wird, bauen. Und werden einfach ein bisschen die Gleise weiter vorantreiben, wie sich das gehört. Wir werden mal ein bisschen Terraforming machen. Ja, gucken uns mal an, wie wir das machen. Ja, wir müssen hier langsam hochgehen. Hier geht es relativ steil hoch. Da wäre es vielleicht gut, wenn wir so eine kleine Kurve hier fahren. So ungefähr so ein bisschen Vorzeichen in den Weg. Und hier haben wir dann einen Anstieg hoch. Aha, da kann ich nichts mehr machen. Zu weit entfernt. Da glätten wir hier nochmal. Okay. Weiter will ich das auch nicht führen, aber das ist so ungefähr der Weg dahin. So, dann wollen wir hier eine saubere Kurve. Ja, das sieht doch gut aus. Aber ich bin schon wieder im Rubelbau. Das will ich natürlich nicht. Und ich habe keinen Snap drin, das ist auch nicht gut. So passt es jetzt. Dann gehen wir hier ein Stück geradeaus.
wir jetzt hier eine kleine Kurve. Eine kleine Gegenkurve. Und werden dann hier den Anstieg langsam meistern. Da hochzukommen. Ja, da sind keine Bagger jetzt. Da würde ich sagen, machen wir mal Terraforming mit Rubel. Dann werde ich das mal pausieren. Und so. Und das werden wir dann selbst bauen. Okay, das müsste laufen. Gut, das ist dann die weitere Streckenplanung. Wenn wir dahin gekommen sind, sind wir schon mal gut vorangekommen, würde ich sagen. Ja, und hier seht ihr, wie sie warten, bis der Tunnel frei wird. Da fährt gerade das Baufahrzeug weg. Hier läuft das auch gut mit der Signalgebung. Das hatte ich, glaube ich, offcam nochmal vor der ganzen Staffel gemacht. Damit bin ich erstmal zufrieden. Okay, haben wir in Oelsnitz noch was? Eigentlich nicht. Eine ganz kleine Kleinigkeit. Ihr habt mich darauf hingewiesen, wo ich den Kiosk wiederfinde, den wir hier platzieren wollten. Und der Kiosk, der ist doch tatsächlich... Man hätte sich vielleicht ein bisschen denken können, weil es fängt mit den gleichen Buchstaben an. Den findet man bei Kino. da muss er irgendwo sein. Hier, da ist dieser kleine Kiosk, den wir hier noch platzieren am Stadion. Ja. Kann aber dann hier von uns aus selbst gebaut werden. Okay, was machen wir jetzt? Wir, würde ich sagen, gehen mal die verschiedenen Baustellen durch, die wir in den verschiedenen Städten haben und fangen an in Neuerswerda, wo wir, glaube ich, keine Baustelle haben, ne? Nee. Nicht, dass ich mich entsinne. Hier war eine, aber die ist fertig gebaut. Das ist also alles weit gut. In Oelsnitz. In Oelsnitz haben wir eigentlich nur noch diese Zufahrten zu den Feldern. Und jetzt, warte mal, jetzt müssten wir doch das zuweisen können. Ne? Es ist doch Frühjahr. Nee, das ist... Ah, doch. Hier. Genau, wir haben doch jetzt hier... Oder macht er das automatisch? Das müsste er eigentlich jetzt automatisch schon gefunden haben. Da, wo es geht... Ja, das läuft. Okay, also ein paar Zufahrten sind schon da, ein paar noch nicht. Da hinten ist es auch schon fertig gebaut, also da müsste dann auch kommen. Ja, hier, das ist natürlich nicht so optimal. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Da sind also nur noch die Restarbeiten abzuwarten. Soweit, so gut in Oelsnitz. So in Leipzig haben wir jetzt außer dem Kiosk auch keine Baustelle mehr, meines Wissens. Hier oben hatten wir ja noch diesen Steinbruch angelegt, aber den habe ich jetzt gar nicht in Betrieb genommen, weil wir ihn nicht brauchen. Ihr seht es. Das hier ist aber jetzt schön... Ah ja, das funktioniert jetzt schön, wollte ich sagen. Fertig gebaut, dann ist es ja gleich. Das passt ganz gut. Prima. Und das ist auch wieder komplett voll, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, in Erzfurt gucken wir mal. Da haben wir nämlich das Stadion ja in Auftrag gegeben. Oh mein Gott, das Stadion ist schon fertig gebaut. Ei, das ist aber schön, dass wir das noch sehen. Und hier die Treppe. Hier drüben. Wow, die funktioniert auch. Bloß da hinten ist natürlich niemand hingekommen. Das werden wir mal so bauen. Da könnten dann Leute auch lang gehen, wenn sie dann wollen. Machen vielleicht gleich welche. Aber das ist schön, dass das Stadion hier schon... Aber so viele Mitarbeiter brauchen wir nicht im Stadion, Leute. Das ist Verschwendung. 10 Mitarbeiter reichen da völlig. Heizwerk wird auch gut erreicht. Ja, braucht man sich keine Sorgen machen. Ja, das ist doch wunderbar, dass dieser Bau direkt abgeschlossen wurde. Was hatten wir hier noch in Erzfurt am Start? Ja, hinten die Gleise, die sind jetzt... Oh! Schaut mal, hier gibt es jetzt doch ein Problem. Und warum?
kommt er her und warum fährt er links? Er fährt links, weil er das eigentlich darf. Ja, klar, aber da gucken wir uns das kurz nochmal signaltechnisch an. Warum konnte er fahren, wenn da jemand drin gewesen ist, in dem ganzen Bereich? Hätte er doch eigentlich warten müssen. Haben wir da irgendwie Signal dazwischen? Nee. Normalerweise, wenn hier jetzt einer reinfährt, ist der Block gesperrt. Bin ich mir nicht ganz sicher, was da signaltechnisch passiert ist. Normalerweise hätte er jetzt hier warten müssen. Kann natürlich sein, dass er von da kam oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, aber dann hätte er hier auch zurückfahren müssen, wenn er da durch wollte. Weiß ich nicht, was ich jetzt hier an der Signalsetzung verbessern kann. Aber okay, es geht ja hier langsam voran. Langsam. Gut, ich wollte aber gucken, wir hatten ja hier die Baustelle gestartet. Straße ist fast fertig gebaut. Das ging aber echt rucki zucki, das ist Wahnsinn. Und das Ding ist auch fast fertig. Also das läuft gut, sehr schön. Dann das große Thema, der Tunnel. Ja, ja. Keine Arbeiter der Baufahrzeuge. Läuft es jetzt aber besser im Gleisbaubetrieb Leipzig? Wir gucken uns das mal an. Stahl ist auf jeden Fall jetzt wieder da. Das ist doch schon mal hervorragend. Arbeiter sind aber auch en masse da. Das ist sogar so viel, dass ich das tatsächlich mal ein bisschen begrenze, weil meines Erachtens, obwohl, das Problem ist, wir haben hier viele Fahrzeuge, ne? Da muss man dann auch ein paar mehr Arbeiter haben. Aber es ist mir dann doch ein bisschen viel. Ah, okay, da kommt er wieder hier an. Alles klar. Ja, dann geht das auch seinen Gang. Dann geht das auch seinen Gang. So. Dann, was haben wir noch? In Wolgast. Oh ja, die Kiesgruben. Schaut mal, die können wir noch in Gang bringen. Denn das ist hier tatsächlich auch immer noch nicht voll. Also da kann auch noch mehr geschehen, würde ich sagen. Das heißt, wir brauchen hier... Quatsch. Wir brauchen hier erstmal einen Bagger, der überhaupt arbeitet. Arbeiter brauchen wir nicht. Wie immer erledigen das die Bagger. Nicht Ressourcen. Ah, der Bagger fährt jetzt tanken. Ja, gut. Das beliefern wir natürlich. Und das beliefern wir von wo aus? Wir haben hier was, aber ich bin mir nicht sicher, ob da noch Platz ist. Ja, 18 von 20. Gerade noch so für zwei Gebäude. Das passt ja perfekt. Also beliefern wir das mit Benzin. Dann braucht ihr zukünftig nicht mehr losfahren. Machen wir hier auch mal 70%. So. Okay, und dann brauchen wir LKWs. Ich denke aber Elektrizitätsproblem. Das hat mehr. Ah, weil wir wieder nachts unterwegs sind. Ja, tatsächlich. Nachts gibt es in Leipzig ein bisschen flackernde Lichter. Das ist wirklich nur ein Problem mit, ja, mit der, ja, okay, dann ist das jetzt wirklich die ultimative Bestätigung des Problems. Es scheint aber wirklich kein Riesenproblem zu sein. Betrifft jetzt nur das Ding hier unten. Ansonsten sehe ich hier nichts flackern. Da doch hier. Jetzt gerade kurz auch geflackert. Okay, also halten wir fest, wenn wir perfektionistisch sind, das sind wir schon manchmal, dann müssten wir eigentlich das auch noch korrigieren, damit in Leipzig es des Nachts auch gut aussieht. So, warte mal, wo war ich gerade stehen geblieben? Jetzt habe ich mich komplett ablenken lassen. Ich hatte gerade was gemacht, als mich das hier erwischt hat. Ah ja, genau. Ich war dabei, hier Kippe zu kaufen. Das will ich auch noch gerne tun. Und die packen wir mal hier hin. Und dann machen wir zwei Linien. Einmal hier.
Beladen, warten bis beladen, Bruchstein. Und das wird hier unten ausgeladen. Bruchstein. Los geht's. Das Ganze kopieren wir auf den auch noch. Und du kannst auch starten. Und dann von hier bitte. Entladen. Bruchstein. Start und kopieren. Und ab geht's. Gut, dann ist das auch in Betrieb genommen. Sehr schön. Ja, und zu guter Letzt ein Blick auf Polymerseburg. Es fehlt nicht mehr viel, ne? Das Blöde ist, dass die Elektrik jetzt hier ganz zum Ende ist. Immerhin, das Heizwerk ist schon da. Allerdings noch nicht die Infrastruktur, um auch Kohle zu liefern. Das würde ich im Übrigen tatsächlich auch gerne von hier aus liefern. Das würde sich doch perfekt anbieten, ne? Als wäre es so geplant. Ich glaube, es war sogar so geplant. So, hier kein Bauamt. Warum? Weil die Straße nicht fertig ist, weil der Asphalt fehlt. Aber Bauamt ist zugeordnet. Also das müsste kommen. Es sieht aber jetzt wirklich schon fast fertig aus, ne? Und die Fußgängerüberwege sind alle top gebaut worden. Leute, es funktioniert. Es hat geklappt. Hier hinten auch. Hier noch nicht ganz fertig. Da ist das noch im Bau, aber es läuft. Das ist doch schön. Okay, halten wir fest, es gibt drei Probleme, die man außer der Reihe jetzt noch lösen muss. Ungeplante Probleme in der nächsten Staffel. Einmal das Thema Nahrung. Zweitens das Thema Stoff. Da hatte ich ja noch eine Idee entwickelt. Und drittens das Thema Strom in Leipzig. Und natürlich die üblichen Dinge. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, Polymerseburg wird in der nächsten Staffel definitiv bezogen werden. Und das wird spannend werden, ob das mit den Arbeitskräften zu viel, zu wenig ist. Ich könnte mir fast sogar vorstellen, naja, mal sehen, dass wir da einen ganz guten Arbeitskräfteüberschuss haben. Wenn das alles gut läuft in Polymerseburg, müssen wir als nächstes definitiv hier nochmal eine eigene kleine Baustoffindustrie aufbauen, damit wir dann die nächste Stadt gut starten können und gut versorgen können. Und was ich gerade sehe, wir brauchen dann dringend eine Straßenlösung. Wir müssen straßentechnisch natürlich von hier auch dahin kommen, ne? Das ist überhaupt noch nicht vorbereitet. Also, das sind dann die nächsten Schritte, wenn Polymerseburg läuft. Aber ja, das wird, glaube ich, das Hauptthema der nächsten Staffel werden. Freue ich mich drauf. Damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in Wallonien. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.